Ja, dann begrüße ich Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den VfL Gummersbach. Endstand vor 3619 Zuschauern 25-22. Ich begrüße den Gästetrainer und wie immer hat der Gast bei uns das erste Wort. Ja, guten Abend. Glückwunsch an Robert und Erlangen zum Sieg. Ich denke, es war ein hart umkämpfter Sieg. Wir wussten, was auf uns zukommt. Ich glaube, wir haben ein intensives, sehr ordentliches Handballspiel gesehen, wo die zwei Deckungsreihen das bestimmt haben und die beiden Torhüter. Ich glaube, Lichtlein und Skoff haben da heute sehr gute Arbeit geleistet mit ihren Deckungsreihen. Ja, ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht, weil wir, glaube ich, heute im Angriff das Spiel verloren haben. Wir haben zu viele Fehlwürfe, zu viele technische Fehler. Auch dann 7-6 verlieren wir 3-4 Mal den Ball. Unnötig und das hat uns das Genick gebrochen. Das war so ein ähnlicher Spielverlauf wie gegen Melsung vor ein paar Wochen, wo wir auch es geschafft haben, über eine gute Deckung mit dem Torhüter voll im Spiel zu bleiben, aber dann auch in der entscheidenden Phase zu viele Fehlwürfe. Das ist schade, weil ich glaube, wir hätten auch aufgrund des Kampfes und des Spielverlaufs noch einen Punkt verdient gehabt, aber so ist das. Wir müssen jetzt uns ordentlich regenerieren. Freitag kommen Rhein-Neckar-Löwen und dann werden wir versuchen, dann den natürlich auch wieder einen großen Kampf zu liefern. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Beuchler. Robert, wie hast du die 60 Minuten gesehen? Schönen guten Abend. Danke für die Glückwünsche. Ja, ich bin selbstverständlich zufrieden, dass wir gewinnen konnten heute über 2 Punkte. Erster Heimsieg machen. Ja, Dirk hat es auch gesagt, das war 2 gute Abwehrreihen, finde ich heute. Manchmal wird Spiele so, dass es nicht immer Angriff oder viele Tore, sondern heute war sehr viel Kampf, gute Abwehrreihen, zwei sehr gute Torhüter. Ich mag das auch, wenn Spiele so ist. Und wenn man da gewinnt, ist auch sehr, sehr schön. Aber man sieht, dass unsere Abwehr wird immer besser und besser. Die Zuordnung, die Abstimmung zwischen den Spielern, auch mit Torwart zusammen, fand ich sehr gut. Auch da beim Knackpunkt, das 7-6, stehen wir auch sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob die ein Tor macht, vielleicht eine, kann sein, aber da kriegen wir auch ein paar einfache Tore selber und das haben wir auch immer gut gemacht gegen 7-6. So, damit bin ich sehr zufrieden. Wir wollten selbstverständlich auch ein bisschen besser spielen, unser Tempospiel, zweite, dritte Welle, Angriff ein bisschen flüssiger, aber wir machen auch wie Gummersbach, wir haben 22 Fehlwürfe, 10 technische Fehler, das hat nicht so gut gelaufen heute. Da können wir besser spielen, müssen wir uns ein bisschen steigern, aber ich finde trotzdem, wir kommen zu den Chancen. Anfangs war ein bisschen ohne Mut, wir haben da ein bisschen Angst, auch die Freie gegen Lichtlein ein bisschen, aber wir kommen trotzdem ins Spiel, finde ich. Wir haben im Moment 2 sehr gute Rückraumrechte, Theil und Steinert machen wieder ein sehr gutes Spiel, Michal steuert das gut, dann kommt Jonas rein, sehr, sehr wichtige Phase und gewinnen diese 1-1-Duelle gegen Becker, was entscheidend war, finde ich, und Bühl kommt rein auf Rückraum links, macht ein wichtiges Tor. So in dieser Phase, finde ich, haben wir gute Sachen gemacht, an uns geglaubt, dieses Spiel zu gewinnen, weil wir liegen, glaube ich, 2 oder 3 Mal mit 2 Tore zurück. Aber diese Einstellung, dieser Kampf, diese Wille, was die Jungs jetzt haben, auch so früh, auch wenn das nicht läuft, das ist verdammt gut und das bringt uns weiter. Weil, wie gesagt, so ist 60, 70, 80% der Spiele, dass es nicht immer rund läuft in Abwehr oder in Angriff, aber man muss trotzdem die Spiele gewinnen und das haben wir heute gemacht. Danke. Danke, Robert. Jetzt möchte ich den Sportdirektor des VfL zu Wort kommen lassen und bitte um Ihr Statement, bitte. Ja, herzlichen Glückwunsch nach Erlangen. Schönen guten Abend. Ja, wie beide Trainer schon angesprochen haben, viele Fehlwürfe, viele technische Fehler. Wenn ich sehe, dass wir 27 Fehlwürfe haben, 12 technische Fehler und am Ende nur mit 3 Toren verlieren, dann sagt das, glaube ich, viel über die Qualität des Spiels aus. Beide Mannschaften viel über die Abwehr und über die Torhüter gekommen im Angriff, da ein bisschen einige Sachen liegen lassen und im Endeffekt haben wir die 2-3 Fehlwürfe und technischen Fehler mehr und das war im Endeffekt der einzige Unterschied im Spiel. Schade für die Jungs, weil sie ähnlich wie gegen Melsung halt
wirklich eine große Chance hatten, auswärts ein, wenn nicht sogar zwei Punkte mitzunehmen. Aber im Endeffekt ist man da selbst dran schuld. Die Jungs werden daran arbeiten und es hoffentlich beim nächsten Mal besser machen. Danke. Vielen Dank. René, deine Einschätzung. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich denke, wir haben heute ein sehr intensives, ein sehr kampfbetontes, wir haben es jetzt schon zu häufig gehört, ein auch sehr fehlerhaftiges Spiel erlebt, aber am Ende natürlich mit einem, ja, vielleicht auch nicht ganz unverdienten, weil wir es wirklich uns am Ende erzwingt haben, mit dem nötigen Willen, den Sieg heute eingefahren. Ich bin sehr, sehr froh, weil sich die Jungs wirklich jetzt auch belohnt haben für eine harte Zeit. Wir hatten nach dem ersten Spiel wirklich gesagt, wir wollen hier wieder was gut machen. Wir wollen hier auch vor unserem Heimpublikum zeigen, dass wir guten Handball spielen können. Das haben wir jetzt vor allem in der Abwehr gezeigt, im Angriff. Glaube ich, ist noch ein bisschen Ausbaubedarf da. Das haben wir in Stuttgart schon sehr, sehr gut gemacht. Heute lief es nicht ganz so gut, was die Trefferquote und Effektivität anging. Dafür haben wir hinten, glaube ich, sehr gut, sehr stabil gestanden. Skoff hat ein überragendes Spiel im Tor gemacht. Und ja, die Jungs haben wirklich bis zum Ende gekämpft. Das ist das, was wir auch sehen wollen, was wir, was glaube ich diesen Sport auch so attraktiv macht. Und ja, es war mit dem etwas glücklichen Ende vielleicht auch, aber ja, ein tolles und spannendes Handballspiel. Ich glaube, das haben auch die Zuschauer entsprechend mitgenommen. War wieder mal eine tolle Atmosphäre hier in Nürnberg. Und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Auftritt hier am 21. gegen Hüttenberg. Aber jetzt geht es erstmal für uns nach Flensburg. Und jetzt haben wir heute nochmal Selbstvertrauen getankt und ja, freuen uns dann gegen Hüttenberg hoffentlich und jetzt auch in Flensburg wieder ein gutes Spiel zu zeigen. Danke. Danke, René. Zeit für Ihre Fragen. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Robert, wie geht's Johannes oder was hat er? Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung, was genau da hat. Ich habe gedacht, ausgekugelt, aber es war es nicht. So. Aber genau kann ich es nicht sagen. Also Verletzung an Fingern oder an der Hand? Ja, ja, ich glaube schon. Ich bin noch nicht sicher. Ich habe nicht mit Ihnen noch nicht geredet und noch nicht mit der Arzt, aber das mache ich gleich. Du hast, wie in Stuttgart, Gorasch von Anfang an gebracht. War das das Bauchgefühl oder das Trainingsleistung oder warum diese Entscheidung? Ausschlaggebend, Katze hat auch hervorragend trainiert, war auch sehr, sehr gut im Training. Aber ich fand, wir haben das in Stuttgart, dieses Vertrauen am Anfang, auch dieses Tempospiel gehabt und das habe ich selbstverständlich auch gehofft, dass wir das heute kriegen. Abwehr hat ja super gestanden mit Gora als Tempospiel, ja. So das war wegen Stuttgart-Spiel, ja. Christoph Benisch, Erlanger Nachrichten. Robert, ihr seid in Stuttgart aufgefallen, dass ihr sehr souverän gespielt habt, herausragende Leistung abgerufen habt. Da müsste man eigentlich doch viel Selbstbewusstsein haben. Das hat man, finde ich, heute in der Anfangsphase auch gemerkt. Aber ihr habt das dann verloren. Ihr habt es dann wieder gefunden, aber dann auch nochmal verloren. Hast du da eine Erklärung dafür, wie das passieren konnte? Nein, ich weiß es auch nicht. Ich finde, wir haben da, wie du gesagt, ein paar Mal weggegangen mit zwei. Ich glaube sogar einmal mit drei Toren und da kann man richtig, aber das war so ein Spiel heute. Das war zwei gute Mannschaften in Abwehr, zwei gute Torhüter. Das war so ein Spiel heute. Ich finde, wir machen gute Sachen direkt am Anfang. Wir machen die erste Angriffe, aber danach kommt diese Unsicherheit. Selbstverständlich, wenn man ein paar Mal verwirft und so weiter, kommt das. Aber wie gesagt, wir haben wir wollten dran glauben, wir haben gesagt, dass wir müssen diese Stärke zeigen, das haben wir nicht ganz 100% gemacht, das erste Spiel, aber auch wenn das nicht läuft, dann muss man trotzdem noch härter und härter dran arbeiten und dieses Tor erzielen. Ich fand, zum Anfang haben wir zu schnell die Würfe genommen, direkt nach dem Auftakt haben wir direkt geworfen. Ich habe gehofft, dass wir mit ein bisschen mehr Mut, Tiefe spielen, ein, zwei Pässe mehr und dann Entscheidung, aber wie gesagt, Gummersbach muss, habe ich auch in den anderen Spielen gesehen, die stehen auch gut in Abwehr, haben gute Abwehrleute und da muss man erstmal vorbeikommen. Und dann steht da auch ein sehr guter Torwart, der auch einen guten Tag hat. Das passiert, deswegen bin ich noch glücklicher, als wir gewonnen haben. Jonas, auch heute Jonas Link in einer wichtigen Phase viel ins 1 gegen 1 gegangen und viele 7 Meter gezogen, auch mit einem Schlüssel heute gewesen in der Schlussphase. Ja, auf jeden Fall hat dieses Druck geschafft und diese 1-1-Kämpfe gewonnen. Auch Nico Bühl, wenn er reinkam, geht in diese 1-1, gewinnen die auch.
Das kam sehr, sehr wenig oder kaum von unserer anderen Rückraumlinke. Und dann ist es halt schwer. Aber das haben die, das war ein kleiner Schlüssel zum Erfolg, ja. Herr Beuchler, ist Ihnen am Schluss ein bisschen die Luft ausgegangen? Ich habe vorhin auch mit Andreas Schröder gesprochen. Er hat gesagt, die letzten 2 Jahre war es ähnlich. So in den letzten 5 bis 10 Minuten, ja, konnten die Anhänger noch mehr nachlegen. Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, dass wir da nicht nachlegen konnten. Wir haben im Baumgärtner dort nicht seinen besten Tag gehabt, den habe ich dann rausgenommen. Irgendwann da müssen wir mit dem Rechtshänder auf halb rechts spielen. Das ist natürlich für die Handballtaktik nicht so gut, weil das halt schon sehr eingeschränkt ist im Spielablauf. Hab dann versucht, 7-6 zu spielen. Wir machen auch gleich ein Tor da mit Becker am Kreis. Und leider haben wir dann halt ein paar technische Fehler, ein paar Fehlwürfe. Und ja, das ist ärgerlich, wenn dann einfach der Ball wegflutscht, der Skoff dann 2, 3 ganz klare Chancen noch wegnimmt. Ja, wir kriegen dann in der entscheidenden, oder ein Tor dann von Haas direkt ins Tor, aber der eine, den dann Selin noch schießt, der ist dann, das Spiel war dann sowieso dann schon mit 3, 4 weg, aber wir haben uns dann selber um den Sieg gebracht, weil wir einfach nicht die Effektivität im Angriff haben, aber das ist halt auch ein Problem, sage ich immer wieder, wir haben viele neue Spieler, wir haben Max Herrmann ist eine Woche vor Pokalbeginn mit seiner Schulter ausgestiegen, ist verletzungsbedingt, da Baumgärtner steht das erste Mal in seiner Karriere mit 22 Jahren an der Front, muss alleine auf der Position spielen, vorne und hinten hat er viel Verantwortung, klar hat er auch mal heute einige Fehlwürfe, aber da muss er durch, weil mit dem Rechtshänder ist es halt auch extrem schwer da zu spielen und deswegen habe ich dann die 7-6 Variante gewählt und ich dachte, dass wir das besser lösen. Wir haben dann ein paar technische Fehler, ein paar Fehlwürfe, 2, 3 jeweils und das ist halt zu viel. Und tut mir leid, weil die Jungs sehr gut gekämpft haben und wir belohnen uns halt nicht selber. Gibt es noch Fragen? Ist nicht der Fall, dann wünsche ich ja. Philipp Rosa nochmal. Robert, ein Wort noch zu Urosch. Musste heute ja quasi durchspielen, nachdem Jonas ausgefallen ist. Ein Wort zu seiner Leistung? Nee, auch gut. Musste ihn halt ein bisschen in Abwehr wechseln ab und zu mal, weil er ist noch nicht auf Zustand, 60 Minuten zu spielen. Aber ich finde, der kommt auch immer mehr und mehr ins Spiel. Und wir brauchen ihn auf jeden Fall. Wünsche ich unseren Gästen einen guten Nachhauseweg und Ihnen allen ein schönes Restwochenende. Vielen Dank. Tschüss.